Beige, beige. Oh. La-di-da. Hello. Mal ein Schluck, ne? Durch die Kamera, durch das Mikrofon. Da ist mein portugiesischer Rotwein. Okay. Okay. Alles da? Ich glaube schon. Oh shit, wo mache ich das jetzt an? Am Boden. Bam! Bam! Heute bin ich mit einem anderen. Normalerweise mache ich ja Bam. Ja? Und heute habe ich so mehr so Bam! Bam! Weil ich bin nicht zu Basel, nicht zu Zürich, grundsätzlich nicht in der Schweiz, sondern in Lissabon. Und da ist alles ein bisschen mehr so. Und darum sage ich jetzt aber Bam! Und nicht Bam, sondern Bam! Ja? Wunderschönes Hotel, Live-Musik jeden oben. Gestern, mein Lieblingssong gestern ist gesehen. Beige, beige, boule, baue. Text wird nicht ganz originalgetreu sein. Und das ist, ich weiß nicht, warum ich das mache, das ist das Dümmste ever. Immer wenn ich jemand bin, wo ich den Spruch nicht kann, und Portugiesisch ist definitiv nicht der Spruch, den ich kann. Wenn ich es lese, erkenne ich zwei, drei Sachen so vom Spanisch abgeleitet, weil ich habe mal in der Schule Spanisch gehabt und dann tatsächlich auch privat ein bisschen Spanisch geredet ab und zu und probiert Spanisch aufrechtzuerhalten. Darum habe ich das irgendwie, wenn ich es lese, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was passiert, aber wenn ich es höre, habe ich wirklich keinen Plan. Ja? Nur wenn ich so MMA-Fights schaue, UFC, dort hat es ja viel, zum Beispiel Brasilianer, dort verstand immer so Campeon do Mundo, so World Champion. So. Und immer, wenn ich eine Sprache nicht kann, wie zum Beispiel Portugiesisch, probiere ich trotzdem so zu tun, als ob ich sie könnte. Also ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit um und mache nur so Borsch, Babeo, aber ich zum Beispiel logischerweise sage ich, ich sehe nicht, die sagen sich alle Hola, so wie nicht Italien, wie in Spanien, aber dort ist es mir Hola. Ja? Und da ist es mir so Hola, Hola, Hola. Und dann sage ich so Hola. Ja? Und dann, wenn sie mir irgendetwas kennen, sage ich Obrigado. Und dann haben sie logischerweise das Gefühl, dass ich Portugiesisch kann. Und dann kommen immer die mega dummen Situationen, wo sie dann irgendwie und ich, I'm sorry, what? Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich meine, die checken ja sonst sehr, sehr schnell, dass ich ein Tourist bin. Es war ja nicht so schwer eigentlich, oder? Es war eigentlich recht einfach. Ich müsste ja wirklich nur anlaufen. Weißt du, so, halt so richtig schweizerisch, oder? Einfach so, hello, good day to you, hallo. Und dann war alles klar, ja? Und wir müssen eigentlich richtig pushen. So Adolf Ogi-mäßig eigentlich. Eigentlich musst du so, wie der Adolf Ogi damals, oder? Ist egal, wie gut du die Sprache eigentlich kennst. You have to talk with a richtig, richtig thick accent. Hello, hello, I'm from Switzerland. Hä? Und dann geht das. Und eigentlich würde es da auch gehen. Ja, aber irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, ich muss so, hola, obrigado. Und dann gibt es immer ein bisschen komische Unterhaltungen. Ja, das habe ich eigentlich erst nachher erzählen. Also, Welle ist übertrieben. Aber ich melde mich aus Lissabon diese Woche Solo-Folge mit nur mir als Solo-Folge. Nächste Woche geht es dann wieder richtig ab. Aber weil eben Ferien sind, viele Leute in der Ferien, ich in der Ferien. Und ist das erste Mal natürlich seit langem, dass man so richtig, also geflogen bin ich seit Covid einmal nach Berlin, oder von Berlin zurück, genau, nach Berlin bin ich mit dem Zug, glaube, und zurück kann ich dann so fliegen, damit es aufgeht mit den Auftritten, irgendwie so. Und das habe ich schon recht komisch gefunden, aber so richtig in die Ferien fliegen, ja, das ist jetzt wieder das erste Mal gesehen. Und es ist eigentlich alles tipptopp gesehen. Wir sind auf Lissabon, meine Freundin und ich, weil sie Freunde hat, die hier ein Hotel betreiben.
in dem, wo ich jetzt gerade drin sitze und den Podcast aufnehme. Und darum wird es jetzt so gesehen, hey, machen wir eine Woche Ferien, wo können wir, wo kann man nicht, was macht Sinn. Lissabon ist schon eher weit, dass sich ein Flug halbwegs lohnt. Ja? Natürlich könntest du irgendwie sonst gehen, aber fahren, weiß jetzt nicht, wo du genau der Cut wäre, von wie viele Kilometer man lieber fährt, als man fliegt. Und, auf jeden Fall Lissabon und eben Freunde, wo mega froh sind, wenn irgendjemand wieder ins Hotel kommt. Die haben auch tolle, sie haben noch, glaube immer noch Rabatt. Ich mache jetzt oft schnell Werbung. Scheißegal. Arts Day heißt das Ding. Arts Day in Lissabon, da sind wir. Wunderbar, jeden Abend Live-Musik und so. Super Drinks. Meine Freundin ist jetzt schon in der Happy Hour. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht allzu lang für euch da schwätzen, sondern wird mir dann auch irgendwann Abend begehen. Habe jetzt zuerst noch mein portugiesischer Rotwein, den ich wunderbar finde. Und darum sind wir auf Lissabon gekommen. Sehr, sehr lustig, was da alles passiert. Aber bevor wir überhaupt auf Lissabon gegangen sind, haben wir auch noch ein paar lustige Sachen gemacht. Wir sind zum Beispiel ins Autokino. Das gibt es nicht erst seit Covid, das gibt es seit wirklich 12 Jahren, 13 Jahren von einem guten Freund von mir, wo nächste Woche im Podcast zu Gast wird sein. Und darum erzähle ich jetzt nicht allzu viel drüber, sondern dass mir als so kleine Hinweis, freue mich riesig, der Jakun Gadouf. Er betreibt das Autokino, hat aber auch schon Filme gemacht, als Regisseur, als Produzent, ein tolles Filmfestival, alles in diesem Bereich. Und er wird dann jetzt Gast sein und dann werden wir über das sicher ganz viel und ausführlich reden, sage ich jetzt einmal. Was ist sonst noch passiert? 1. August gefeiert natürlich, wie es sich gehört. Und mein Schweizer Herz und vor allem mein Schweizer Magen ist einfach trimmt auf den 1. August. Weil ohne Witz, am 1. August habe ich so Bock auf Fondue. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so geil. Irgendwie so. Was ist der erste Freitag gewesen? Samstag, Sonntag? Also auf jeden Fall am 31. zu Basel. Am Rheingessen, dort ist ja normalerweise immer das große Feuerwerk und so, das ist leider nicht gesehen dieses Jahr. Es hat trotzdem ein grosses Feuerwerk gegeben und dort sehr gut gegessen. Dann am nächsten Tag, am 1. Auf Zürich gefahren, dann an irgendeiner Tankstelle gesehen, irgendeiner Raststätte. Und dann wirklich sehe ich so ein kleines Fondue-Kacheli und denke so, hat schon richtig Bock. Ja? Und es ist nicht das mit dem G gesehen, da, sondern so eine Eigenmarke, ja. Also ich kann sagen, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, aber halt von der Mikro. Und bei der Tankstelle ist sie Microlino, ja. Und die Eigenmarke, weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist Moitié-Moitié gesehen, so ein kleines Kacheli. Und zu oben schon andere Pläne gehabt für die Nacht. Also, dann gibt es halt kein richtiges Fondue, sondern ich gebe mir so ein kleines. Und ich kenne ja zum Beispiel Gerber-Fondue, kenne ich. Und ich finde die kleinen Mikrowellen-Gerber-Fondue voll easy, ja, das ist so, du weißt, was du kriegst und es funktioniert. Also gefunden, das wird sicher auch nicht sein, das Moitié-Moitié von dieser Eigenmarke von der Microlino. Ich meine, die haben ja wirklich, das ist ja kein Witz, was die alles für Eigenmarken haben. Zum Beispiel ein von meinen Lieblingen ist statt Kaffee Haag ist das Original, gibt's in der Mikro gibt es den Kaffeezaun. Wie geil ist der, oder? Kaffeezaun und... Shit, ey, ich habe das mal irgendwann mit einem Kollegen, habe ich mal den WhatsApp geschrieben und wir sind fast verreckt vor Lachen. Weil ich schreibe nie WhatsApp und darum lachen wir immer schon, wenn ich mal eins schreibe. Nein, sondern eben der Kaffeezaun. Ich suche jetzt im WhatsApp-Feld nach dem Haag. Shit. Natürlich nicht. Vielleicht ist es auf einem anderen Messenger gesehen. Auf dem, wo ich mich gerne mit denen rumtummeln, die nicht mehr auf normalen, gängigen Medien sind. Hey, ich finde es nicht mehr.
Aber es gibt ein paar so geile. Was ist denn noch gesehen? Scheiße. Ist jetzt auch blöd, auf dem Handy könnte ich besser suchen. Super spannend für euch und ich würde es auch nicht schneiden. Also wer jetzt bis hier durch habt, Gratulation. Vielleicht hier... öffnen... Das ist meine letzte Chance hier. Jetzt wird es schwierig. Hey, ich finde es nicht mehr. Aber schreibt mir, so machen wir es jetzt. Weil ich weiss noch, es war so eine geile, als ich das gesehen habe im Mikro. Habe ich so geil gefunden. Sie haben wirklich immer tolle Namen für ihre Ersatzprodukte. Und, das lasse ich gerade da. Und eins davon ist das Fondue gesehen. Ja? Und dann habe ich mir das zubereitet und ich habe dann sehr schnell auch auf Instagram und Facebook und so gepostet, wie mir das geschmeckt hat. Ist jetzt so der Knaller gesehen. Nicht so der Knaller gesehen. Aber egal. Das ist der wunderbare 1. August. Ein bisschen speziell das Jahr halt wieder mal. Ich bin großer Feuerwerk-Fan. Ja? Und ich bin nicht einer von denen, der auf dem Balkon steht, zwei Stunden lang das ganze Getümmel sich anschaut, dann Feuerwerk, wo ja irgendwie eine halbe Stunde gehen, auch anschaut und dann nachher darüber flucht, dass seine Steuergelder in die Luft gehen, sondern ich finde es wirklich toll. Ja? Ich könnte heulen, ich finde es wirklich so schön, wenn man einfach irgendwie, wenn man so Pizza in drin hat und dann halt schaut man einfach an, wie es die ganze Zeit hell wird am Himmel und Sternli und Funkli und was weiß ich. Funkli, sehr gutes Wort. Genau. Was ist sonst noch passiert? Ich habe gesehen, Mails sind wieder reingekommen, zu denen komme ich am Schluss. Jetzt vielleicht nur noch schnell, was ich da so in Lissabon mache, bevor es dann wieder zurück in die Schweiz geht und vor allem in ein nächstes Comedy Camp. Auf das freue ich mich sehr. Frank Richter, Charles Anguela und Sven Ivanic. Wir werden on-off, so wie es halt gerade möglich ist, werden wir zusammen in eine sehr coole Hütte wieder gehen. Das letzte Mal. Dort war der Cenk dabei gesehen. Das letzte Mal sind wir in Selisberg, ins Haus 1. Checken das mal aus, richtig, richtig toll. Diesmal gehen wir auf Flims. Ja? Und ein bisschen weniger lang, haben alle nicht so viel Zeit und vor allem nicht so viel Geld, komischerweise. Und werden dort an unserem Stand-up-Programm schreiben, arbeiten, uns austauschen. Hat letztes Mal schon mega Spass gemacht, werden wir das mal auch wieder machen. Und wird mich sicher einmal von dort aus melden. Bevor wir da gehen, mache ich noch mit zwei, drei Beteiligten einen Podcast. Wieder mal so eine bisschen größere Runde. Also es gibt auf jeden Fall ein paar sehr, sehr geile Folgen, die bald kommen werden. Und jetzt eben hier in Lissabon, was ich auch gepostet habe, habt ihr vielleicht auch gesehen, hat mich sehr gefreut, die vielen Reaktionen. Wieder halt mal fliegen nach so viel Monaten, Jahr mittlerweile. Flughafenpreise in Zürich sind, auch wenn man seit 33 Jahren in der Schweiz wohnt, faszinierend, was man für so eine wirklich ein Brötchen, meine Fust ist grösser als das Brötchen, ohne Scheiß, für so eine kleine, so eine Bürle oder wie sie es genannt haben, mit einer Scheibe Gruyère, dass man für das schon mal 7.20 Franken kann verlangen, finde ich geil. Und dann, mein absoluter Kracher ist gesehen, habe ich dann an mir so posten, Gemüse-Sticks. Und zwar wirklich etwa 3 Peperoni-Sticks, 2 Riebli-Sticks, irgendwie so halbe Gurke-Schnäfel. Wie haben sie es genannt? Hummus-Sticks. Mit so einem Kacheli Hummus für, was ist jetzt gesehen? 9.20 Franken. Und ich meine, ich reg mich auf, wenn ich in den Coop gehe und wirklich denke so, komm, etwas halbwegs Gesundes. Und dann nimmst du dort Gemüse-Sticks, sind auch wirklich einfach so ein paar kleine Sticks und hast so eine Tartar-Sösli oder Cocktail oder irgendwie so, oder Hummus auch. Und für das hast du, glaube ich, 3,90 oder so. Und dort findest du so, wirklich? Ist die Arbeit, die jetzt hier gemacht worden ist, so heftig oder ist es einfach nur die Verpackung oder die Faulheit, ja? Weil ich weiss, wo ich in den USA gesehen bin, da gibt es so
logischerweise Whole Foods und so, die ein bisschen gesünderen Läden, die haben auch geile Sachen. In meinem Whole Foods haben sie mal, was ist das gesehen? Spargelwasser. Oh mein Gott, warte, ich muss das nachschauen. Das ist das Geilste gesehen. Whole Foods, was heißt Asparagus Water. So, da, Spargelwasser. Vielleicht sieht man es. Oh, shit. Oh, no. No. Das ist mein Rotwein gesehen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Fuck. Hey, wenigstens auf Kamera, wie ich es auch schlimm finde, dass es passiert ist. Oh, mein Fuß. Ah. Muss ich eine Pause machen. Scheiße. Nein! So. Gott. Das ist jetzt alles sehr, sehr lang gegangen und nicht Teil vom Plan gesehen. Aber ich habe es geschafft. Alles gut. Alles putzt, zum Glück sehr putzbare Boden, Glasboden. Zum Glück ist das da auch ein Studio. Also ich habe effektiv so mit Sachen aus der Küche, also Küche, so eine Hartplatte mit einem kleinen Lavabo und dort ein paar Sachen. Habe ich jetzt das ganze Zeug können putzen. Haben wir auch nicht geschnitten und ich glaube, es ist auch alles weg. So. Weiter geht's. Das ist für euch jetzt vielleicht eine halbe Minute gesehen, für mich etwa eine halbe Stunde. Und ich habe keine Ahnung mehr, von was ich hatte. Hier auf meinem Laptop sehe ich Whole Foods $6 Asparagus. Und eigentlich kann ich es nur so kurz in die Kamera zeigen, weil ich zu faul gesehen bin, das Bild nachher dann einzublenden. Aber wenn ich bedenke, was der Aufwand jetzt gesehen ist, für das ich eigentlich schnell so mein Laptop in die Kamera zeigen für die, die es auf YouTube schauen. Nämlich so. Da, 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 da. Ja, es ist auf der Wasserflasche. Mit wie viel? Was sind es? 16. Ah, die Arme sind immer. 16 Ounces. 10. Ja, nicht ganz ein halber Liter. Mit Wasser. Und zwei so Spargelspitzen drin, drei, je nach Flasche. Für das haben sie damals $6 verlangt. Hätte ein bisschen Theater gegeben. So, jetzt habe ich es so können zeigen. Was ich trotzdem wird einblenden, ist ein Bild von dieser Blutlache, so wie es ausgesehen hat, die ich vorher gemacht habe. Weil hat richtig gut ausgesehen. Ja. Das tue ich gerne einblenden. Mein Licht ist übrigens, für alle, die es schauen, mein Licht ist jetzt irgendwie ein bisschen am Arsch. Kein Akku mehr, darum ist es nur noch so schwach. Und darum habe ich hier auf der Seite irgendwelche Fenster aufgemacht, damit man wieder ein bisschen mehr sieht. Was wollte ich eigentlich sagen mit dem Ganzen? Dort in den USA, in dem Whole Foods und auch in anderen Läden, gibt es trotzdem Asparagus Water, Spargelwasser, gibt es irgendwie schon geschnittenes Gemüse, ja? Weil die Menschen keine Zeit mehr haben, das selber zu machen. Oder in meinem Fall wirklich zu faul sind, was ich großartig finde. Was brauchen wir heute? Dick geschnittene Zwiebeln, dünn geschnittene Zwiebeln oder Peperoni gewürfelt, klein gewürfelt, gross gewürfelt. Und dann kaufst du das in so Kacheln. Und dann ist es vielleicht 50 Cent mehr, weil jemand wirklich das hat müssen schneiden. Aber hauptsächlich teurer sind die Materialien, in dem Fall das Gemüse. Und im Coop denke ich schon so 4 Stutz oder was es ist, für je drei so Dinger. So Sticks, Stängeli. Und dann bin ich aber an Zürich Flughafen gekommen und habe ich gemerkt, das ist noch viel weniger. So, jetzt ist das Licht ganz ausgegangen. Geil, geil, geil. Also, hingegen dann natürlich, wie so oft als Schweizer, vor allem wenn man schon lange nicht mehr im Ausland gesehen ist, kommst du auf Lissabon mit den Freunden. Sind wir gegessen am ersten oben, wie hat das geheissen? Ich will sagen Romario, aber es heisst nicht so, sondern es heisst Rinaldo, Rivaldo, irgendein alter Fußballer.
Ramiro Lissabon, ja, Ramiro heißt das. So, das Fischrestaurant, Seafood-Restaurant, sieht irgendwie 70 Jahre jetzt das und so und immer Halligalli und lustig und sehr, sehr schön, ja. Wunderbar gegessen, ich bin großer Fan von Meeresfrüchten, alles Mögliche gegeben. Und dann bin ich, kurz bevor wir gegangen sind, bin ich schnell aufs WC. Und dann muss man so einen Steg drauf und dann hat es links vom WC so ein Zimmer mit alles so Fischtanks und dort in etwa 100 Krabben so aufeinander in so einem Fischtank, in so einem Aquarium, nennen wir es jetzt mal. Und der Dude, der mit so einer riesen Gabel einfach die so hier und her schießt und irgendwie neu auftürmt und Zeugs und Sachen. Es ist so mein persönlicher Seaspiracy-Moment gewesen. Es ist mir dann nicht ganz wohl gewesen, ja. Und es ist so mühsam, weil man einfach gern die Sachen isst. Ich esse gern Fisch, ich esse gern Fleisch. Ich bin aber mal von 12 bis 14 oder so bin ich Vegetarier gesehen und danach habe ich eben gefunden, aber ich kann es zu gern und so, ja. Und was man gern macht, ist so ein bisschen im Kopf ausblenden, was eigentlich der Fall ist, oder? Und das ist in dem Moment in dem Restaurant auch gesehen, ja, wenn das der Spot ist, wo alle Menschen gehen, ja, Touris, Einheimische, draussen sind Schlangen von Menschen, die warten auf ihren Platz, du musst irgendwie Nummern ziehen, selbst wenn du reserviert hast, wartest du irgendwie noch 3/4 Stunde und die Leute dort, die essen rein, ja, da wird einfach auf den Tisch gehauen, was es gibt, das muss ich nehmen sein, ja, wenn es frisch soll sein, muss das ja sogar nehmen vor Ort sein. Und dann logischerweise, wenn man dann, wie ich, dummerweise in so ein Zimmer schaut, findet man, ah, so ist das. Auf irgendwie 2 Kubikmeter sind 700 Krabben aufeinander und eine, wo mit so einer Poseidon-Gabel sie auf so hin und her schmeißt. Ist mir dann nicht mehr ganz so wohl gesehen. Viel besser aber, dass wir nachher an einem Geburtstag sind. Ich bin bei daheim, sehr schöne Wohnung, alle ganz entspannt und ein bisschen andere Essenszeiten natürlich. Ich meine, in der Schweiz ist ja eh so um 6:30 kann man schon langsam ans Essen denken oder zumindest an die Zubereitung und dann kann man es auch langsam essen, wenn es dann so weit ist. Und ich mache ja da das mit diesen komischen. Das sind alles so dumme Begriffe. Intervallfasten. 8:16. Ja, schlussendlich, mir geht es besser, wenn ich innerhalb von einer gewissen Zeit esse und nicht über den ganzen Tag verteilt. Irgendwie weniger Sodbrennen, Magenproblem, Gewicht ist auch okay, so, etc. Ja? Und hat mir vor allem geholfen wegen dem Auftritt, weil, wo ich noch im normalen Leben oft gespielt habe, ist tatsächlich so gesehen, dass ich nach dem Auftritt habe ich immer so einen ultimativen heißen Hunger gehabt. Wegen irgendwie der Energie, die man irgendwie rausgelassen hat und so weiter und so fort. Und das hat mich immer schon genervt und angeschissen, weil logischerweise ist es mir danach nicht so gut gegangen, wenn ich irgendwie um 11, halb 12 noch richtig reinbiegen habe, weil ich so Hunger hatte. Nachdem ich eigentlich schon zu Nacht gegessen habe, habe ich dann immer so gedacht, ja, bringt jetzt irgendwie auch nicht so viel, dass ich jetzt da nochmal mega viel isst und danach penne ich nicht gut und so weiter und so fort. Ja, darum mache ich das eigentlich. Habe ich gemerkt, hier in Lissabon kann ich das gerade vergessen, weil nachdem wir da ganz oben am Restaurant gesehen sind und dann so Leute heim sind, in dem Fall irgendwie am 10, halb 11 mindestens, sind die fangen am Kochen gesehen. Das ist typisch so südländische Ortschaften, sind Essensgewohnheiten ein bisschen anders. Ja? Und dann um 11:30 jetzt geheißen, wollen die auch noch ein bisschen essen? Und wir haben gerade irgendwie 7 Kilo Fisch und Meeresfrüchte in uns reingeschoben. Und dann kommt der Moment, wo du aber trotzdem musst, weil irgendjemand hat das zubereitet. Das heißt, aber es ist so gut und Zeugs und Sachen und so. Und jemand sagt, nimm nur ein Shrimp. Und wie bei Monty Python weißt, das eine Shrimp ist ja eigentlich schon viel zu viel. Und in meinem Fall ganz schlimm, das Shrimp hat Koriander gehabt. Und ich bin die Sorte genetische Fehler,
wo Koriander wie Seife schmeckt. Und nachdem eh schon man ja so ein bisschen die Regeln hat, gerade bei Fischsachen und Meeresfrüchten und so, sollte man nie mehr essen, als man unbedingt will. Weil genau aus diesem Grund ja dann einem kann schlecht werden, ja, sagen wir mal so. Ist es noch eine schlechte Idee, dass wenn man eh schon nicht mehr will essen, dass man dann noch etwas rein tut, wo wirklich, oh mein Gott, das ist für mich ist so grusig. Ich hätte so gern Koriander, das wäre so viel einfacher. Müsstest nie in einem Restaurant sagen, bitte, und auf Sachen verzichten, was eben in meinem Fall ja eh schon schwierig ist, ja, weil, ja, haben Sie ja vorher gehört. Fischtank voll. Egal, die Hälfte ist auf meinem Teller. Ah. Ja, ist umso besser, dann eine halbe Stunde müssen auf einem Shrimp rumzukauen, der nach Koriander schmeckt. Und ich habe wirklich sehr Mühe gehabt, den Arbeit zu kriegen. Sie haben aber dann noch irgendein Ragout gemacht, ja, so ein Bolognese-mäßiges Ding. Dann habe ich halt noch einen ganzen Teller von dem gegessen, um den Geschmack vom anderen wegzukriegen. Also ich habe an einem Tag so viel gegessen wie sonst in etwa einer Woche und das dann auch noch verteilt über irgendwie 24 Stunden. Traumhaft gesehen. Wirklich sehr schön da. Was habe ich noch sonst zu erzählen? Ich glaube nicht mehr. Warte. Doch, natürlich! Das große Highlight zum Schluss. was sehr toll ist da, wir sind recht mit drin in Lissabon. Das ist auch schon recht touristisch alles. Ja, natürlich hat es auch so die klassische Tourischhüppe. Und was es auch hat, sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut erkennbar, Dealer. Für, wie sie sagen, Haschisch oder Marihuana, Coke. Ja. Anders habe ich nicht groß gehört. Das sind eigentlich sehr einheitlich gefragt. Joints? So, voll geil, kannst du gerade alles zusammen haben. Und es ist wirklich faszinierend gesehen, weil wir sind eigentlich vor unserem Hotel gesessen, haben etwas getrunken und du kannst wirklich innerhalb von 5 Minuten kannst genau erkennen, wer es ist. Und die stehen dann wirklich auf so einem Kreuzigen und den Touris anschwätzen und probieren es natürlich. Und das muss da in dem Fall auch allen anderen drumherum klar sein, weil wenn du schon nur einen zweiten Tag da bist und du siehst die gleichen 3 Leute immer wieder so ein paar Schritte mit anderen Menschen mitlaufen und dann abgewimmelt werden, dann ist es ziemlich offensichtlich, was es ist. Wir haben doch 2-3 Transaktionen mitgekriegt. Sehr, sehr geil gewesen. Ja. Und zwar immer, wenn es hinter meiner Freundin passiert ist, habe ich ihr erzählt, was passiert. Wenn es hinter mir passiert ist, hat sie mir erzählt, was passiert. Und zum Teil, die laufen dann hier und da und dann muss irgendjemand Geld geholt werden und irgendjemand muss dazukommen und so. Und es hat alles sehr, sehr nicht vertrauenswürdig ausgesehen, aber sehr unterhaltsam für uns. Vor allem Happy Hour, Weltklasse, kriegst du irgendwie 2 für ein Bier oder Cocktail, nicht ganz halber Preis. Gestellt und es ist besser als ein Soap. Es ist wirklich besser als ein Soap, weil irgendwie du mit der Zeit hast du ein bisschen deine Charaktere, du weißt genau. Das ist der, der selber gerne nimmt, ja? Weil er macht es hier auf der Kreuzung, sehr öffentlich. Geht er zu seinem Kollegen und sagt, gib noch mal ein bisschen. Und danach schiebt er sich irgendwie etwas ins Maul, etwas in die Nase und dann geht es ihm sensationell. Ist dann aber nicht so ein guter Verkäufer, ja? Was er zeigt, warum er gerne ein Verkäufer ist. So wie der Barman, der gern trinkt, ja, der ist ja dann nicht dort, um den anderen Menschen einen Drink zu geben, sondern um selber die Drinks zu kriegen, ja. Oder wenn in der Apotheke ein Junkie schafft, passiert mega oft. So, das ist zum Beispiel der eine, dann ist der andere, der ist recht unsympathisch, der ist immer so ein bisschen forsch mit den Leuten. Aber das ist sein Go-To-Ding, ja. Und dann gibt es so die, die sich wirklich so ein bisschen reinschwätzen. Wie zum Beispiel bei einem Bärli, ich sage jetzt sicher nordisch, vom Hören her hat jetzt gedacht holländisch, ja. Also noch nicht super nordisch, aber auf dem Weg dazu. Und die sind wirklich so gesehen, so eine Bärli, ja. Und wirklich so während dem Laufen so, hey, gute Idee, wieso eigentlich nicht doch? Und was auch noch speziell ist, haben wir dann herausgefunden, seit glaub, 20 Jahren mittlerweile ist in Portugal, glaubt, sicher in Lissabon, aber ich glaube, es ist landesweit, ist der Besitz von geringen Mengen von Drogen, und zwar bis zu fucking Heroin,
legal. Ja? Sie tun es in irgendwelche Tagesdosen, tun sie es messen, aber du selber kannst super viel Weed am Start haben und Bullen, wenn sie dich mit dem verwischen, kriegst du keinen Buß, sondern kriegst eine Art Berotung. Ja? Mit dem Credo, wer Drogen nimmt, ist nicht kriminell, sondern hat ein Problem. So. Das heißt, die Touristen sind eh so, ob sie das jetzt wissen oder nicht, weiß ich nicht, aber die sind eh so gesehen, ja, wir sind jetzt schon da, wenn schon einer fragt, so ein bisschen, wenn sonst jemand fragt, hey, komm da, wenn ihr eine Glasse, frisch gemachtes Glasse. Die so, ja, wieso nicht? Dann haben sie müssen Geld holen, dort ist irgendwie schon etwas ganz, ganz schief gelaufen, dass dann der eine irgendwie seine Hand in die Luft da hat und dann sind irgendwie so ein paar weggegangen, die haben sich dann aber das Geld aufgeteilt. Und das Holland-Barli ist sehr, sehr unhappy. Viel besser aber, eine Gruppe von Italianern, die haben sich schon mal am Tisch, haben sich ein bisschen zum Probieren gegeben lassen, Weltklasse, ja, haben sie gefunden, doch, das ist nicht schlecht, also komm. Nein, dort haben sie aber noch gesagt, wir nehmen es nicht. Dann ist ein anderer gekommen von diesen 5 Dealern und hat gesagt, kommen doch. So, dann haben sie sich überschwätzen lassen und faszinierend, wenn du dann natürlich noch weißt, dass die entsprechend die Substanzen zu sich genommen haben, dann ist umso faszinierender, wie innerhalb von einer Stunde die Stimmung an dem Tisch komplett geändert hat. Von, wir sind einfach mal da, trinken 2, 3, so, hey, Lallabanda! Das ist jenseits gesehen, wirklich nur so. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, genau das wird jetzt auch wieder da unten passieren. Das heisst, ich gehe jetzt dann gerade abends zur Happy Hour, vor allem, weil hier im Hotel hat der Boden schon Happy Hour gehabt, der hat viel mehr Wein gekriegt, als er je hat. Ich mache aber noch schnell die Mails, natürlich, vielen, vielen Dank, ich freue mich sehr, vor allem so die alten Bekannten, die wirklich immer wieder schreiben, das freut mich riesig. Schreibt mir eure besten Fake-Marken, unbedingt, das will ich, ich mache da so eine Liste. Das ist dann das erste Mal, wo ich die Mails vorher lese. Weil ich dann die besten rausschreibe, mache so eine riesige Liste mit den geilsten Fake-Marken-Nachmachungen vor dem Mikro. Kann aber auch von anderen sein, ja? Aber der Klassiker war eben zum Beispiel Mivella statt Rivella. Der Kaffeezaun. Aber es ist noch etwas anderes und das wird wieder in den Sinn kommen. Bis dann schickt ihr mir aber auch eure Lieblingsbegriffe und wir werden eine tolle Liste zusammenkriegen. So, wir fangen an. Lieber Joel, dein Ärgernis über die nicht eingereichte Wette kann ich gut nachvollziehen. Das habe ich auch noch gemacht. Richtig, habe ich erzählt letztes Mal. Habe gemeint, ich habe gewettet auf der FCB, habe es nicht gemacht. Gestern aber hat da irgendwie Europa League, Champions League Qualifikation hat Sporting gespielt, da habe ich gefunden, Sporting Lissabon, wenn wir schon in Lissabon sind und ich da immer noch auf meinem Account Geld habe, schmeiße es dort drauf, gewonnen, alles wunderbar. Mir ist einmal etwas Gegenteiliges passiert. Ich habe im Stress am späten Abend über das Kino-App ein Billett kaufen wollen, was auf Anhieb nicht funktionierte und Fehlermeldungen kreierte. Oh. So probierte ich, für eine spätere Vorstellung zu buchen. Oh, weiß der Kuckuck, was ich da gedacht hatte, aber als es wieder funktionierte, vergaß ich, dass ich im falschen Datum war und bestätigte die Zahlung. Ich realisierte erst nach erfolgter Zahlung, dass es für den falschen Tag bestätigte. Yes. Das frustrierte mich auch sehr, weil man Kinotickets nicht stornieren oder zurückgeben kann. Also musste ich doppelt zahlen für die Vorstellung, an der ich nicht teilnehmen konnte. Und an diese, an der ich gehen wollte. Dumm gelaufen, wie man so schön sagt, ich habe schon für dümmeres Geld ausgegeben. Das ist so. Ich habe mal das Autokino, wo wir jetzt wieder gesehen sind, das habe ich mal meinem Vater auch geschenkt. Jetzt haben wir Die Hard, sind wir geschaut. Ich fand das geil. Stirb langsam, der erste. Und das habe ich auch nicht richtig gelesen, dass es gibt so ein Kombi-Ticket, wo du alles gerade kriegst. Sie bringen den Burger ins Auto, Popcorn, Getränk, so mit dem Film, oder? Und ich habe nicht gecheckt, dass das quasi pro 2 Personen in einem Auto ist und habe 2 von denen Tickets gekauft. Also hat nochmal ein ganzes Auto und mit nochmal 2 Leuten können kommen. Aber ja, tolle Sache, sind tolle Leute. Irgendwie gleicht sich das wieder aus. Nun habe ich noch eine Frage, die ich mir schon einige Male gestellt habe.
Ist es tatsächlich so, dass viele Comedians eher ein trauriges Privatleben führen, so wie man es bei den Filmen Wer zuletzt lacht und All About Nina vermittelt bekommt, oder sind das nur Hollywood-Gespinster? Okay, ich kenne den deutschen Begriff nicht. Wer zuletzt lacht, ich muss mal schauen, was das für ein Film ist. The Comedian mit Robert De Niro, da habe ich immer noch nicht gesehen. Das, es gibt so Filme, wo ich immer so denke, interessiert mich glaube ich nicht so. Okay, aber irgendwann muss ich da halt vielleicht gleich mal schauen. Und, wie heißt der andere? All About Nina. 2018. Das sind alles neuere Filme. What is that? Dramakomödie. Mutige, urkomische Stand-up-Comikerin. Okay, Carmen spielt mit. Yeah. Die muss ich noch schauen. Es gibt noch eine. Geht ja noch da mit dem Tom Hanks, The Punchline. Dann gibt es eine mit dem Adam Sandler vom Judd Apatow. Da heißt es, glaube ich, sogar Funny People. Dann hat der. Oh shit, wie heißt der? Der Opens. Open. Muss schnell überlegen. Gerade kürzlich ein Stand-Up aus den USA hat einen Film gemacht, der wirklich sehr, sehr klar über Stand-Up-Comedy ist. Und zwar, wie man auch in dem sehr, sehr amerikanischen Business in dem Moment dort ankommt. Ich kann das natürlich nicht für andere Menschen beantworten. Es gibt sicher die eine oder andere Person, die im Privaten. Also ein trauriges Privatleben ist schwierig zu beschreiben. Ja? Wo aber vielleicht Depressionen kann haben die, oder depressive Neigungen, sage ich jetzt mal. Und dort ist aber immer die Frage, ja, was ist das jetzt der Job spezifisch oder ist das einfach, weil man dort vielleicht sich mehr damit auseinandersetzt, weil viele das ja dann eben auch irgendwie auf der Bühne verarbeiten. So, was ich grundsätzlich schon muss feststellen, also durch wirklich sehr, sehr durch pauschalisierendes Band durch Schweiz im Vergleich zu Deutschland und vor allem im Vergleich dann zu England und Amerika, glaube ich, ist bei uns halt einfach, bei uns in der Schweiz, wenn man das kann professionell machen, ist ein völlig anderer Lebensstandard wo einem vieles einfacher macht. Das ist nicht nur, weil die Schweiz viel Geld hat und toll ist und so, sondern sicher auch schon mal, was sicher für die Psyche gut ist, meiner Meinung nach, dass man immer heimkommt. Das heisst, man kann, natürlich mit spezieller Arbeitszeit, aber man kann doch halbwegs normales Leben führen. Man spielt irgendwann in der Schweiz und ist am gleichen oben wieder zurück. Ja, das bedeutet zwar viel Reiseweg an den Tag selber, aber man kommt immer wieder heim. Was schon spürbar ist, ist, wenn Leute länger weg müssen oder weite Wege haben. Das merke ich dann schon in Deutschland, wenn dafür, ich sage jetzt ein Beispiel, wo ich noch sehr, sehr klar weiss, für 50 Euro Gage in dem Moment ist der eine die mit dem Flixbus ein Weg 8 Stunden gefahren. Ach, und zwar ein einziger Auftritt. Also das ist ja dann halt aber auch noch, je nach Level, probierst du natürlich Sachen zu verbinden. Ich habe für mich irgendwann entschieden, wegen einem Auftritt gehe ich nicht mehr ins Ausland. Ja, das muss dann schon eine Fernsehaufzeichnung sein. Und das klingt jetzt vielleicht so, oh, aber ich meine es tatsächlich so, weil eben, es muss sich ja in irgendeiner Art und Weise auch nicht nur für mich lohnen, weil das Geld ist das Kleinste in dem Moment, wo mir wichtig ist, sondern eben so ein bisschen ein Flugzeug nehmen für einen Auftritt. Macht das wirklich Sinn? Oder sonst einen weiten Weg? Sondern das probiert man ein bisschen zu verbinden. Aber der andere, der ist für ohne Scheiß für 50 Euro, ist der 8 Stunden Flixbus einen Weg gefahren, auftreten, 8 Stunden Flixbus zurück. Jetzt hat er dort noch nicht mal gegessen gehabt und der Flixbus ist, glaube ich, was ist das alles gesehen? Sagen wir günstig, sagen wir 20 Euro. Wahrscheinlich eher 25. Also die Hälfte ist schon nur für den Transport wieder weg. Ja? Das ist jetzt logischerweise ein sehr krasses Beispiel von weit unten.
Trotzdem, selbst wenn er jetzt 1000 Euro gekriegt hat an dem Tag, hätte er, gut, dann hätte er nicht mit dem Flixbus 8 Stunden fahren. Trotzdem, je nachdem, wenn du fliegst, reine Flugzeit, mindestens eine Stunde, musst vorher dort sein, musst zum Teil noch von außerhalb vom Flughafen nehmen. Also auch dann hast du sicher 4 Stunden einen Weg. Und dann bist du nur mal dort gesehen. Und wenn du dann eben schon dort bist, probierst du noch ein paar Tage länger zu bleiben und so weiter und so fort. Und ich glaube wirklich, für so die psychische Gesundheit tut es sehr, sehr viel ausmachen, wenn man wieder heim kann. Man kann natürlich, wenn man mehrere Tage hintereinander spielt, kann man auch mal dort ein Hotel nehmen und so. Das ist alles okay. Ich glaube aber so grundsätzlich, mit der Zeit kann es sehr anhängen, wenn du wirklich einfach nicht vorankommst, gefühlt karrieretechnisch, weil ja, du lebst knapp eben für den nächsten Transport und für ein bisschen etwas zu essen und so. Dann ist schwierig. Und das ist schon spürbar, wenn man dann das vergleicht eben mit Deutschland, England und Amerika. Was aber sicher auch ist, ist, dass in irgendeiner Art und Weise, weiss ich von mir, dass das in jungen Jahren ja einiges muss passieren, damit man überhaupt ich sage jetzt, einen Humor entwickelt, eine Art Selbstverteidigungsmechanismus. Über das reden wir ja auch viel in dem Podcast, wenn andere Comedians zu Gast sind, dass das entsteht irgendjemand. Ob das jetzt traurig ist per se, glaube ich nicht unbedingt, aber es wird natürlich gern mit dem verbunden. Hat auch damit zu tun, merke ich auch bei mir, wenn jemand schon mal sagt, ja, gar nicht so lustig privat, dann wirkt das natürlich gerade viel extremer, weil ich bin privat halt jetzt gerade nicht am Arbeiten und habe auch nicht so das Bedürfnis, mich jetzt voll in den Mittelpunkt zu stellen, weil für das habe ich ja ein Outlet, für das kann ich ja in einem abgesteckten Rahmen auf der Bühne stehen, kann meine Stunde eineinhalb machen, ich habe Menschen, die mir zuhören. Dann habe ich mein Bedürfnis für das gestillt. Das heisst, ich muss dann nicht irgendwie mal an einer Nacht, wo noch andere Leute sind, Vollgas der Entertainer spielen. Und allein das schon haben dann die Leute zum Teil das Gefühl, ja, aber du bist doch Komiker. Und dort kann schon so ein bisschen etwas wie eine Traurigkeit vernommen werden, ja? Wenn jemand jetzt einfach auch nach einem Auftritt ein bisschen kaputt ist. Das können so Anzeichen sein für ein trauriges Leben, sage ich jetzt mal, von außen gesehen. Ich glaube aber, von den Menschen, die ich kenne, wie überall auf der Welt, kämpft man mit Dämonen, hat bessere Tage, hat schlechtere Tage, das auf jeden Fall. Würde aber das immer sehr, sehr stark mal abweisen und sagen, nicht per se. Sicher nicht per se. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Vielleicht gibt es statistisch gesehen ein bisschen mehr Menschen in diesem Bereich, die Probleme haben. Aber ich kann es jetzt nicht sagen. Ich weiß von mir geht es besser seit dem Tag, wo ich Stand-up mache. Habe aber den Effekt gehabt, vorher mit der Primetime-Show, auch in der Folge mit dem Johnny Holiday kurz darüber geredet. Dort ist mein Leben rund um die Show, oder sagen wir neben der Show, schon eher schwierig gewesen. Weil ich immer darauf geschafft, irgendwie die Show anzukriegen. Die ist dann in 2 Stunden so, zack, also das Adrenalin, das langt dann nicht. Und nachher bin ich immer in ein Loch gefallen und habe immer so gefunden, ah, oh nein, und jetzt, was mache ich? Und das ist halt auf eine ungesunde Balance gesehen von, du schaffst auf etwas an, wo dann so schnell wieder weg ist und dann schmeißt ich alles auf die Seite. Beim Stand-up habe ich das aber nie mehr gehabt, und eben seitdem geht es mir richtig gut. Ich verarbeite, was auch immer ich zu verarbeiten habe. Auch wenn es gar nicht auf die Bühne kommt, ich schreibe es irgendwann auf, ich schaue es irgendwann wieder an, merke es, aha, das sind meine Gedanken gesehen, so ist es mir gegangen. Und wenn ich es dann auf der Bühne gebracht habe oder nicht gebracht habe, egal wie es gelaufen ist, ich kann es wieder brauchen, ich habe etwas gelernt, ich kann das für den nächsten Auftritt mitnehmen, ich kann das umändern, ich kann es wegschmeißen, aber es ist nie etwas verloren. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen in dem Ganzen. So, viel zu lang geschwätzt. Für das, dann kommen wir zum nächsten Top 5. Grüezi wieder mal, Top 5 Comedy Stuff und warum? Vielen, vielen Dank, sehr gut. Weil, das habe ich das letzte Mal kurz erwähnt, was ich für geile Comedy-Specials auf Netflix zum 100. Mal geschaut habe.
Und habe jetzt gefragt, was so eure Tipps wären. Weil es nimmt mich sehr wunder, ihr willst. Daniel Sloss, Netflix Specials. Sehr schön. Es sind zwei drauf. Das eine habe ich live in Edinburgh gesehen. Das hat dort noch anders geheißen. Mittlerweile auf Netflix heisst es Jigsaw. Sehr intensiv. Wirklich gut. Er schreibt sehr deep. Sehr deep. Für mich sehr viele Botschaften über das Leben, Beziehungen, Tod und so weiter. Absolut. Das ist so. Auch spannend ist sein HBO-Special. Für die, die HBO haben. Knickknack. X heißt das. Lohnt sich auch auf jeden Fall, das sich mal anzuschauen. Dann Felix Lobrecht, Hype. Klammere, bringt der Ami-Style von Comedy auf Deutschland. Zuerst habe ich einen Prolog gefunden, dann mit der Person auseinandergesetzt und Sachen auf einer tiefen Ebene einfach verstehen. Das finde ich auch immer wichtig, finde ich auch immer spannend und auch schön, wenn das Menschen machen, weil es eben zum Teil nicht nur gerade um einen Satz geht, wo jemand auf der Bühne sagt, sondern was ist die Motivation von dieser Person, warum sie diesen Satz sagt, das findet man oft aus, eben, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Auch ein Grund gewesen, warum ich überhaupt gefunden habe, ich mache einen Podcast, weil ich kann noch so viel Programm rausballern, aber ich glaube schon, dass Menschen mehr checken, was für ein Mensch ich bin und durch das dann auch besser verstehen, was ich auf der Bühne mache, wenn sie so einen Podcast hören. Dann, das ist sehr nett, Joel von Mutzenbibs, Halbidiot. Ah, weil so viele geile Callbacks drin hat und ich mich zu dieser Zeit mit sehr vielem konnte identifizieren. Tiger auf dem Stuhl, das ist ein Leu, Kollege. Leu auf dem Stuhl, sage ich jetzt. Und so. Und die als Mensch einfach mag. Vielen herzlichen Dank. Das schätze ich sehr. Kann man schauen. Nicht in Top-Qualität, aber ist auf YouTube drauf. Mein Programm Halbidiot. Bin ich wirklich immer noch sehr stolz drauf, kann man so sagen. Mittermeier, seit Zapp jede Show auf DVD gekauft, ich mag ihn und seine Art einfach. Unterschreibe ich zu 100%. So ziemlich alles von Michael Bulli-Herbig. Ist kein Stand-up, aber finde ich auch sensationell. Und es gibt noch einige Comedians, zum Beispiel der Teddy Teclebrand, Film oder whatsoever, was mit Lustigkeit zu tun hat. Jetzt nimmt es mich aber Wunder, was du so persönlich vorgestern gegessen hast. Okay, vorgestern, das Mail ist vom 2.8. 2.8. vorgestern, 31. Ah, dort bin ich am Rigo essen. Dort hat es ein tolles Menü gegeben. Alles sehr, sehr, sehr geil. Alles lokale Produkte, bis zum letzten Detail. Ja. Der eine Gang hat kein Pfeffer gehabt, obwohl es eigentlich immer Pfeffer hat auf dem, weil Pfeffer bei uns nicht wächst. Und ist wirklich sehr, sehr fein gewesen. Ufer 7 heisst das Restaurant. Kann ich aber jetzt Werbung machen. Komm, wieso nicht? Irgendwann gehen sie mal rein aus. So, PS, schaut Jim und Andy. Richtig, liebe Grüße, Fleuru. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Finde ich auch, kann ich alles so unterschreiben. Ich mache wieder mal noch schnell zum Schluss. Ich schreibe es mir immer am Anfang auf. Ich mache mir so ein paar Punkte, die ich mir aufschreibe, wie wenn ich einen Auftritt habe. So wie eine Setliste, wo ich so denke, an dem kann ich mich heben, falls etwas passiert. Und dann schreibe ich mir immer auf, als erster Punkt, Tourdaten. Dass ich Werbung mache für meine Tour. Ja. Und jedes Mal fange ich an und erzähle irgendeinen anderen Bullshit und dann ist irgendwann, weiß nicht wie lange später, und zum Schluss, wenn niemand mehr zulässt, sage ich so, hey, übrigens, ab Oktober, ja, bin ich wieder auf Tour mit meinem immer noch sehr, sehr aktuellen Programm, weil ich habe es bis jetzt 5-mal gespielt. Das ist sonst die erste Woche, jetzt mittlerweile schon ein Jahr. Standoff, das ist dann wieder auf Tour und wir haben mittlerweile, ich glaube jetzt ist sogar noch Luzern ist jetzt auch online, alle Verschiebedaten sind online und große Städte, kleine Städte, coole Ortschaften, wo ich an den meisten schon gespielt habe und das ist alles online. Kauft Tickets, würde mich sehr freuen, kommt vorbei, kommt die Show schauen, sagt Hallo, ich bin nach der Show immer noch draußen an so einem tollen kleinen Tisch, wo ich drei Bulli habe und eine Mütze zum Verkaufen. Aber ich freue mich, wenn auch einfach so Menschen kommen und Hallo sagen. Ja, das hat mich auch bei den wenigen Auftritten, die wir jetzt hatten, hat mich auch sehr gefreut. Ich habe ein paar Reaktionen von Leuten, die
über den Podcast irgendwie von einer Show erfahren haben, dann dort angekommen sind. Und genauso soll es sein. Genauso soll es sein. Menschen, die irgendwie Interesse teilen, sollen irgendwie zueinander finden. Und darum freue ich mich riesig, wenn ihr vorbeikommt, ein bisschen Stand-up schaut. Schweizer Stand-up in der Schweiz. He? Und bis dann. Nächste Woche gibt es sicher Folge mit Gast. Wieder ganz normal, Sommerferien vorbei. Und zwar dann der Jakun Kaduf. Ich gehe jetzt zu, was haben wir? Der letzte, oh mein Gott, der letzte 30 Minuten Happy Hour. Ja? Die Happy Hour hier in Lissabon ist 2 Stunden. Macht ja Sinn. Und gönn mir, wie heißt er? Mary Celeste. Das ist irgendwie so viel Tomate, viel Sellerie und ganz ein bisschen Alkohol. Weltklasse. Macht's gut. Bleibt gesund und wir hören uns. Peace.